Moin Moin, heute von mir mal wieder ein kleines Video, wieder zum Sport, wie das letzte. Aber diesmal werde ich keinen Sport machen, sondern Sport schauen, wovon ich ja normalerweise nicht so begeistert bin, aber naja, was soll's. Ich werde jedenfalls heute Abend nach Montevideo fahren und dann das Fußballspiel von Nacional schauen. Und das ist so der Lieblingsverein von meiner Familie, von meiner Großfamilie besser gesagt. Und ja, heute ist ein herrlicher Tag mit richtig viel Sonnenschein. Also ich glaube, der schönste Tag des Oktobers wird das. Und somit habe ich den Tag genossen, den Vormittag, bin eine Fahrradtour gefahren. Und das war einfach herrlich. Ich bin zwar nur nicht so lang gefahren, 30 Kilometer, also mittelmäßig. Und habe einfach das Wetter genossen und sowas. Das war richtig schön. Und ja, war dann wie immer einkaufen, Obst und Gemüse, weil montags und donnerstags der LKW von Montevideo herkommt und somit das Obst und Gemüse frisch ist. Und dann habe ich gekocht, dies, das gemacht und jetzt bin ich in der Schule, hier in meiner schönen Schuluniform mit Hemd und Krawatte. Und ja, wahrscheinlich werde ich heute auch ein bisschen früher dann los müssen von der Schule, damit ich dann den Omnibus rechtzeitig bekomme, um dann nach Montevideo zu fahren. Aber das werdet ihr ja sehen. Ich bin jetzt erfolgreich 20 Minuten vor dem Schulschluss abgehauen und werde jetzt nach Hause gehen und meine Sachen packen und dann losfahren. Und heute habe ich einen Test in Administration geschrieben. Das bedeutet so viel wie Verwaltung. Und der ist mir jedenfalls richtig gut gelungen, glaube ich, hoffe ich mal. Also jedenfalls war das ziemlich einfach für mich alles. Leider hat mir die Zeit nicht ganz gereicht, alles zu machen. Also mir hat so eine halbe Aufgabe dann zum Schluss gefehlt, weil ich halt schon ein paar Sachen einfach im Wörterbuch nachschlagen musste und sowas. Und somit mir die Zeit dann davon gerannt ist. Aber das ging alles ganz gut. Und ich habe in Economia, was Wirtschaft ist, einen Test wieder bekommen, der zwar nicht für alle wurde der nicht benotet, aber wenigstens gesagt, wie er uns gelungen wurde und sowas. Und mir wohl auch richtig gut, also bin ich ziemlich glücklich gerade und werde jetzt was essen, wie gesagt, meine Sachen packen und danach Montevideo fahren. Wir sind jetzt angekommen hier im Stadion, gerade rechtzeitig, in 2-3 Minuten soll das Spiel anfangen. Dort wurde gerade schon ein Bild geschossen von den anderen. Von den nicht so coolen. Und ja, das Stadion ist voll. Und wir sind hier oben in so einer Kabine drin, die meinem Onkel sozusagen hier gehört. Und das ist richtig cool. Also sind wir hier vom Regen geschützt, weil es weggelassen ist. Jetzt kommt National! Die erste Halbzeit ist jetzt vorbei. Es steht leider nur 2-1 gegen uns, aber das macht nicht viel, weil wir schon weiter qualifiziert sind. In dem Cup von Südamerika ist das hier. Naja, jetzt sage ich schon wir, also National, der Steve. Jetzt bin ich gerade wieder in Florida angekommen. Ich bin gerade mit meiner Adscripta zurückgefahren. Das ist so wie so eine Klassenlehrerin in der Schule, nur dass ich sie nicht im Unterricht habe, sondern dass sie einfach für verschiedene Klassen so organisatorisch zuständig ist. Und sie habe ich halt heute gefragt, ob ich früher von der Schule losgehen kann. Da meinte sie auch, dass sie halt zur Partie, zum Spiel fährt. Und ja, auf der Hinfahrt bin ich dann mit dem Omnibus gefahren, aber jetzt auf der Rückfahrt halt mit ihr. Und somit habe ich mir den Omnibus gespart, dann darauf zu warten und all das. Und wir sind jetzt um 1.20 Uhr zurück in Florida. Es ist schon stockdunkel. Und ja, ich werde jetzt schlafen gehen. Es war ein schöner Abend. Und ja, wir haben zwar verloren, 0-2 zum Schluss. Aber was soll's, macht mir nichts aus. Es war schön mit meinem Bruder, mit meinen Cousins und so mit der Familie dort. Noch ein kleiner Nachtrag. Gestern war ja Sonnenscheinwetter und heute ist es einfach genau das Gegenteil. Also es ist immer noch mittelmäßig warm, aber es stürmt und gewittert und sowas von richtig. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mal mit Regenschirm zur Schule gehe. Zum Glück ist die ja wirklich ziemlich dicht, dass ich nicht so weit gehen muss. Aber an manchen Stellen fließt das Wasser hier ganz schön stark. Und es gibt hier so zwei Straßen weiter immer eine Stelle, wo sich alles Wasser sammelt, weil das so ein Loch ist. Und da ist das Wasser, dann will ich da mit dem Fahrrad längs fahren, fast bis zu meinen Knien. Also es ist ziemlich extrem, dann da längs zu fahren. Und ich bin mal gespannt, wie viele von meinen Klassenkameraden jetzt kommen. Denn hier ist es so, wenn es regnet, kommt eigentlich keiner. Aber manche meinten, dass sie jetzt wenigstens erste, zweite Stunde kommen, weil wir dann Geschichte haben und Mittwoch einen Geschichtentest schreiben. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. So schön ist Florida. Yay, und meine Schule.